Hallo, herzlich willkommen zurück bei The Last of Us 2. So, wir sind letzte Folge über den Zaun gekommen und wollen jetzt hier durch das Haus. Ja, cool. Ne, hier. Nicht so weit, nix. Oh, Kinderspielhaus oder auch ein Kinderspielhaus. Ah, sowas ist noch traurig. Ist eine kaputte Tür. Okay. Geräusche. Belanda, es tut mir leid. Ich habe mich nicht mehr um Elfie kümmern können. Du hattest recht, bitte nur. Wir sind wirklich noch schlimmer als das Militär. Ich hatte allerdings nicht erwartet, dass wir uns hier gegenseitig fertig machen. Alle haben gesehen, was die Wurst meiner armen Sophie angetan haben. Und was wollten sie im Gegenzug tun? Zugeständnisse machen? Ich hatte Wolfsblut verdient. Und sie hätten sich mir anschließen sollen. Stattdessen haben sie sich gegen mich verschworen. Also waren sie so zuerst sie dran. Ich habe sie vergiftet. Einen nach dem anderen. Nicht um sie zu töten. Sie sollten nur einschlafen. Dann habe ich sie in eine sporenverseuchte Garage geschleppt. Uli wachte auf. Wir kämpfen. Ich bin eingesperrt, dabei habe ich gebissen. Diese Verräter werden zusehen, wie sie sich langsam verwandeln. Sie werden leiden. Ich hoffe, sie denken mich, wenn sie den Verstand verlieren. Bei mir geht's schon los. Es kann nicht mehr lange dauern. Ich hoffe, du hast außerhalb dieser beschissenen Stadt deinen Frieden gefunden. Und ich hoffe, dass du nicht zurückkommst und das alles siehst. Aber falls doch, es tut mir leid. Boris. Das, schauen wir mal. Uiuiui. Dann gucken wir uns erstmal hier um. Na, Alkohol. Na, wenn der Body keinen Alkohol hat. So, aber dann gehe ich davon aus, dass wenn er die irgendwie irgendwo eingesperrt hat, dass die Geräusche entweder die Verräter sind oder der verwandelte Boris. Gucken wir mal. Superschlussverkauf. Unschlagbare Angebote bei Eurosons. Mit diesem Gutschein erhalten Sie 75% Rabatt auf Ihren gesamten Einkauf. Munition. Na, Vorräte hat er wohl auch. Snacks. Ich bin lieber mal vorsichtig. Wenn da mehr als ein Gegner kommt, ist die Schrotflinte die beste Wahl. Interessant, dass sie sich verstecken. Die haben gerade noch Geräusche gemacht. Bin hier gut umgeguckt? Ich gewette, wenn ich da durchgehe, wieder Schicht im Schacht. Jo, sieht gut aus. Komm mal los. Fuck, verpiss dich! Der war leicht. Hätte mit was Schwererem gerechnet. Dann gucken wir mal. Ah! Halten. Ja, das wird gehen. Rezept freigeschaltet. Was brauchen wir denn da? Tape und Klingen. Okay, die werden wir jetzt nicht machen. Die ich nicht brauche. Ein paar Teile. Dann gehen wir mal raus hier.
denke ich, habe alles, ne? Ja, sieht gut aus. Zack und uff. Okay. Na, so kann man Puppen auch nutzen. Mal sehen. Oh, das funktioniert anders als im ersten. Okay. Und ich krieg meinen Pfeil wieder. Das ist gut. Ich mache wieder das. Packelt mir noch ein bisschen zu viel. Einfach kannst du einen Kopftreffer dann nach einem Kopftreffer deinen Pfeil wieder einsammeln. Ich hab's noch drauf. Hast du. Du hast ihm ins Knie geschossen. Er wird nie wieder ein Abenteurer. Oder? Ne, warte mal. Er hat sich nicht ins Knie geschossen. Steckt noch ein Pfeil drin. Und ich war schon verwundert. Aber ich habe so hoch gezielt, der Pfeil so weit abfallen würde. So, jetzt habe ich ja einen Pfeil. Gut. Aber er wurde letztens unter das Let's Play gepostet. Ich soll doch bitte damit aufhören, die Autos kaputt zu machen. Haben mir nichts getan. Dann mache ich das doch mal, wenn es wichtig ist. Hey, hier ist noch ein Eindringling. Ein Mädchen. War sie hier? Nein, aber dieser Kerl ist hier irgendwo. Oh, Scheiße. Ja, und, wir suchen zwei. Wo kommt dieser Rauch her? Er hat einen Truck hochgejagt. Wie konnte das passieren? Jetzt findet sie. Ich will die verdammten Eindringlinge. Okay. Hätte ja schon was gesagt dazu. Ach, Mist. Ich kann die echt gut sehen. Das muss der erste sein, der drauf geht. Hörst du das? Hey! Das gibt's nicht. Ach, dummer Hund. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt sterbe ich. Ich will sterben. Das war nicht so gut mit dir. Schnapp sie dir! Ente! Gelente! Da hat der Bogen nicht so gut funktioniert. Das ging im ersten Teil besser. Da hat einfach ein Treffer gereicht. Ende. Das sieht hier an der Fall etwas anders aus. Gut, dass das nicht gut ist. Hat schon Fortschritt. Du, Kollege, sollst dich verziehen, bevor die Alte da wiederkommt. Jetzt ist sie da schon reingegangen. Und erstmal die Schalte gedämpfte Waffe. Das mit dem Bogen, da muss ich echt noch gucken, ob das hier wieder meine Lieblingswaffe wird. Irgendwie zweifle ich daran. Alles klar. Was ist der Grüne? Okay. Hat mich ein bisschen was an Schüssen gekostet. Oh, fuck, ey. An den Rand schleichen können, ja. Aber mit dem als Hundeführer, da komme ich nicht wirklich angeschlichen.
Weiß, dass hier vorne noch ein Hundeführer ist. Die Lampe brauche ich nicht. Tapes sind voll. Könnte ich also theoretisch doch ein paar Pfeile mitmachen. Auch voll. Gehen wir erstmal auf die andere Seite rüber. Machen wir nicht die Tür auf. Keller und Schubladen. Ja, hier alles durchsuchen will. Ich habe noch einen Schuss in meinen Scheinwerfer. Okay. Aber erstmal nichts. War nicht ganz. Siehst du was, Junge? Verdammt, dann wohl. Kann nicht, ne? Okay. Nicht ganz, was ich vorhatte. Wer sieht mich? Sieht sie irgendjemand? Oh, Scheiße. Das war sie vielleicht. Ich geh nicht. Hab sie gefunden! Gleich da! Eisdreck! Falsche Taste gedrückt. Emma! Ladenbüße! Sie darf nicht entkommen! Okay. Jetzt ein bisschen Konzentration, junger Mann. Wow. Gibt's doch nicht. Zweimal musste ich jetzt schon vor den wegrennen quasi. Hier ist am nächsten. Nicht nachlassen! Ja! Wissen die, dass ich jetzt hier drin bin? Festnagel! Ja!
musst du jetzt den scheiß Nahkampfwaffe nehmen. Das lief überhaupt nicht wie geplant. Hä? Achso, weil ich einmal hin. Den gehört spinn. In den Speicher rausgehen. Ist ja dämlich. Aber jetzt aber hier mit Konzentration. Kam echt eine von hinten ran. Dumme Nuss. Vergisse. Ich bin hier vorne verloren. Scheißdreck. Und wir verwalten, bis er wieder nicht rauskommt. Da kam ein. Wie weit sehen die mich bitte? Das ist ja totaler Bullshit. Ich glaube, das ist sie. Scheiße! Scheiße! Wo ist er? Komm hoch. Sie nieder! Verbinden wir uns mal. Jetzt haben wir echt alle Schüsse verbraucht. Sucht weiter, Arschlöcher. Hier drüben ist nicht. Gut. Noch nicht. Gut. Soll ich erstmal hier reingehen? Achso, ich kann nur mal eben Schalldämpfer machen. Im Moment wissen die nicht, wo ich bin. Das ist ein Vorteil für mich.
sehe niemanden. Das muss alles etwas zügiger gehen. Das wird relativ weit angezeigt, womit ich interagieren kann. Oh, Scheißdreck. So viele Häuser hier. Wie hier ist jemand? Hier ist nichts zu sehen. Was zum? Sie hat Shannon getötet! Scheucht sie auf! Ja. Komm schneller, Kollege. Nicht. Oh, Scheiße, wir sind dabei. Soldaten. Wir reiten hier gegen ein 18-jähriges Mädchen. Bis hierhin. Ich dachte, ich hätte nichts was gehört. Aber die scheinen tatsächlich alle da unten zu sein. Da vorne. Heidelärm veranstaltet beim Erschießen der beiden. Jetzt soll ich schon wieder X verspringen. Wenn wir runtergehen. Oh, fuck. Wie viele sollen denn da jetzt noch kommen? Zwei.
Einer nach oben. Okay. Dann kann ich mich hier auch vielleicht mal umgucken. Das ist ja ganz schön laut hier. Du müsstest eigentlich gesehen haben, dass die Tür aufgegangen ist. So, habe ich jetzt alle. Zumindest alle in direkter Nähe. Reflexion auf der Spiegel, auf der Fliese. Ah, ich krieg bestimmt noch mehr von der Munition. Ja, schon nachzuladen. Das war ein bisschen freundlich. Aber was ich drin habe, habe ich drin, ne? Okay. Kann ich hier noch aufs Dach, wo die sich öfter mal rumgetrieben haben. Ist auch nix. Es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre jetzt erstmal keiner mehr da. In die Garage. Teile. Immer gut. Messer brauche ich mit. Schere und Explosivstoff brauche ich auch nicht. Immer für die Waffen, für die ich schon Munition und Ende habe. Ne? Also irgendwie habe ich generell das Gefühl, man kriegt im Spiel immer das, was man gerade am wenigsten braucht. Der Revolver hat mir bis jetzt wirklich gut Dienst geleistet. Gerade hier jetzt effektiv. Warum genau stehen da Zelte? In die ich vermutlich nicht. Nein, komm, ich komme nicht ins Haus, ich komme nicht in die Zelte. Alles klar, so. Natürlich die Frage, wie gut hatte ich mich jetzt hier umgeguckt, aber ich glaube, hier war ich ziemlich gut durch. Oh. Die ist hier ja nicht. Das kann ich nicht nehmen. In der Garage. Ah, jetzt kann ich das nehmen, weil ich einen neuen Schalldämpfer gebaut habe. So, jetzt lass mich kurz überlegen. Ich war jetzt. Hier war ich noch nicht drin, ne? Nix.
Aber ein Snack würde ich mich schon freuen. Nix, 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 nix. Okay, da unten hatte ich mich auch schon ganz gut umgeguckt. Aber wir gehen sicherheitshalber nochmal ab. Ich will nicht irgendwie eine Karte verpassen. Oder sonst etwas vielleicht Nützliches. Das Ding hat auch nur 2 Etagen. Hier geht's nur wieder runter. Gut. Dann hätten wir das abgehakt, das abgehakt. Ah, okay. Wer sieht mich? Ach, ein Hund. Warum schon wieder ein Hund? Okay, das heißt, da geht es dann mit dem Kämpfen weiter. Wir versuchen es mal von der linken Seite aus. Ach, okay, ich komme nicht weiter nach links. Alles klar. So, dann habe ich den oberen Bereich abgehakt. Das ist hier raus und mit den Typen krallen. Krieg nicht mal die Option, die einfach nur K.O. zu schlagen. Aber da hat Ellie auch gar nicht die Lust drauf. Okay, die sind weiter weg. Okay, wo bist du? Hallo. Oh, Scheiße. Verdammt, sie hat ihn umgebracht! Ich sehe sie! Da drüben! Wer bist du hier? Ah, Mist! Die Hunde sind echt nicht dumm. Scheint ruhig zu sein. Ich habe 3 Medikits, da kann ich auf jeden Fall 1 benutzen. Dumme Hunde, ey. Oh. Bin mal gespannt, ob die Ärger dafür kriegt, dass ich die ganzen Hunde töte. Und zwar als priorisierte Ziele vor allen Dingen. Also nicht ingame-mäßig. Da habe ich ja gar keine Wahl. Aber so. Wow. Zum Beispiel. Wenn jetzt eigentlich nicht so mit Hunden, deswegen. Vielleicht bin ich safe. So, jetzt bin ich wieder full life, aber ich habe einen. Leichtes Munitionsdefizit. Das ist okay.
So, da hätte ich alternativ runtergekonnt, ne? Genau. Gut, dann würde ich mal sagen, bis hier durch. Ah, ich krieg sogar ein bisschen Munition wieder. Wieso fürs Gewehr? Ah, unten. Kit. Unten Partei. Sehr schön. Jetzt brauche ich nur noch eine Werkbank. Wie sieht eigentlich mein Pillenvorrat aus? 29. Und ich brauche eine Fertigung von Pfeilen und muss derselben Ressourcen mehr Pfeile. Reichweite, Atem anhalten. Ja, das wollte ich ja machen. Gut, hier geht's runter und dann nicht wieder hoch. Schauen wir uns hier mal um. Echt jetzt? Warum wollen die so viele Leute für einen Eindringling? Wegen der scheiß Schule und dem TV-Sender. Ich dachte, das waren Scars. Diese Eindringlinge arbeiten vielleicht mit ihnen zusammen. Nicht nachlässig werden. Tante, du weißt es noch nicht, aber du bist tot. Sie haben ihn. Sollen wir mithelfen? Ich glaube, er hat was. Ne? Riechst du was? Hier ist jemand. Hier! Hier! Fuck! Wo? Oh, ach da. Gerade einspringen kann. Ich habe auf jeden Fall wieder genug, dass ich alles nehmen kann. Ich habe keine Flasche, okay. Das Haus ist jetzt nicht ganz so prickelnd. Die Musikuntermalung hat schon was. Das erzeugt ein bisschen Druck, wo nur geringfügiger Druck herrscht. Ich hab's ja nicht eigentlich. Verfahren? Da. Ziegestein. Okay, mit dem Bogen, wie gesagt, kann ich momentan noch nicht so viel anfangen. Ja, das Haus kann ich nicht rein. Und da kam ich. Kommt man generell gar nicht rein, okay. Hier ist abgegrenzt, ist klar. Was, es geht hier lang weiter. Noch nicht. Wenn ich wieder einen Hund dabei habe. Ja, war so klar. Scheiß drauf, lieber kein Risiko eingehen. Hey, hier drüben! Scheiße.
Wo ist der? Da hat doch gerade noch einer auf mich geschossen. Ach, da oben. So, wo steckst du? Hier. Die erstmal voll und nur noch einen Schuss in den Schalldämpfer. Kann ich ein Medikit machen? Ein bisschen was mitzunehmen. Snickers. Jetzt werde ich zu Diva. Okidoki. Hier ist auch nichts mehr. Okay. Nächster Weg. Viele Schusswaffe verbraucht. Das war echt dumm. Hätte einfach hier reinspringen können. Sie ist dabei! Räuchern Sie aus! Los, los, los! Krieg ich vielleicht wenigstens meine Munition wieder. Die wollen mich also ausräuchern. Räuchert sie aus! Jetzt los, los, los! Oh, okay. Moment, ich habe ja noch was anderes, ne? Räuchert sie aus! Los, los, los! Oh, fuck! Ach, sie! Sag mal! Oh, Meier! Schlechter gelaufen. So brauchen wir jetzt mal ein bisschen was von unseren Ressourcen. Was wir auf jeden Fall tun, ist einmal hier
mit dem Axt noch gefährlicher machen. Damit wir hier die Messer mitnehmen können. Haben die echt Rauchgranaten geschmissen. Du hast echt einen Arsch von Action gespawnt. Hier ist ein Eindringling! Hätte ich auch ohne den Stein erwischen können. Nicht machen. Nämlich genau. Wir haben sie umzingelt! Vorrücken! Ich hab da gar keine Ahnung. Offensichtlich. Ha, ist endlich das brennende Auto. Und da ist Tommy. Nein, die Hand ist zu, das ist nicht Tommy. Die Jacke, Jesse. Was zur Hölle machst du hier? Dachtest du etwa, ich lass dich hängen? Jesse. Wo ist Dina? In Sicherheit. Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes. Sie ist da lang. Scheiße, das sind echt viele. Hey, bist du stark verletzt? Wird schon wieder. Deine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Reg dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan? Wir müssen hier wegkommen. Okay. Bereit? Na. Ja. Hey, bitte sei vorsichtig. Okay. Bei den Mauern. Ganz bei dir. Vielleicht in dem Haus? Ja. Alter, das ist ein Killer. Alles klar. Jetzt hole ich mir die. Ich sehe sie! Im Gras! Vorwärts! Gut gemacht! Ellie! Hab die Schlüssel! Weg hier! Steig ein! Würde ich gerne. Okay. Jetzt geht's schon gar nicht. Komm näher!
sie raus, verdammt! Im Stoff, Mann. Achtung! Auf die Reifen! Lass sie nicht Schwede. Actionsequenzen pur. Alles okay? Ging mir nie besser. Okay. Ich glaube, wir sind sicher. Hier, komm. Danke. Ich glaube, ihr habt keine Ahnung mehr, wo ihr seid. Hier lang. Okay. Aber irgendwie dann doch wieder richtig. Cassandra, sie sind wieder im Theater. Dina! Wir sollten reingehen. Ja, okay, komm. Langsam. Die drei haben mal ganz am Abend an Wulst gekillt. Mich rausgeschlichen. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Und du bist krank? Oh, nur ein bisschen Bauchweh. Komm, setz dich doch. Nein, nein, nein. Das musst du nicht machen. Sei still. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel Schnee. Ich war die letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Oh, ein bisschen Eifersucht. Andererseits ist der Vater. Kann ich dir nicht was schenken und alles ist vergessen? Ich weiß, ich will eine Entschuldigung. Hä? Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Die nächste Erinnerung. Wunderbar. Ja, der perfekte also, Moment. Zwei Jahre vorher. Diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay. Was liegt an? Nichts.
Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Gut, jetzt einmal. Ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Der Abschnitt folgt in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Staffel. Thank you.